Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Hier in Folge 31 stehen wir jetzt in der Arena direkt vor Erika, von der wir schon so viel gehört haben. Haben schon ganz viele Trainer besiegt, man sieht das hier an den drehenden Köpfen. Die drehen sich hier immer wild umher. Und jetzt sitze ich, also Timo, mal am Steuer und das bedeutet natürlich, dass Dictrio und Mew erstmal eine kleine Pause haben. Mein neues Blitzer auch eine kleine Pause hat, weil es ein bisschen paralysiert ist und ein bisschen schwach auf der Brust gerade und endlich kommt Smetbo mal wieder zum Einsatz. Level 40, nicht schlecht. Habt ihr keine halben Sachen gemacht? Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Ach ja? Na dann jetzt komm mal her. Komm mal her. Komm du her. Jo. Boah, was ist das denn für ein Vieh? Nicht schlecht. Ach, das ist doch das, was immer Dings hier den Typen von Team Rocket gefressen hat, oder? Mhm. Jo. Also, der Levelunterschied müsste da kein Problem sein. Ja, ich tippe mal auf Instant Kill. Nee, doch nicht. Boah. Okay, Gott. Das ist überraschend. Oh nein. Jetzt das Smetbo wurde vergiftet. Oh Mann. Wir haben aber auch noch Giftheiler oder wie das heißt. Gegen Gift, glaube ich. Haben wir, glaube ich, sogar dabei, falls wir das einsetzen wollen. Tangela. Ja, können wir gleich mal machen. Soll ich mal? Cool, Tangela. Ja, mach das lieber. Heißt es Tangela oder Tangela oder wie nennt man das? Wir müssen uns mal wieder einigen, ne? Oh, was ja, ist das? Da ist es. Eins der Pokémon von unserem Thumbnail. Jetzt, glaube ich, das erste Mal gesehen, oder hatten wir das schon mal? Keine Ahnung. Das Schlafpuder hat keine Wirkung. Was ist denn Umklammerung? Ist das genauso wie Beckel jetzt, oder? Ich glaube, Tangela sehen wir echt zum ersten Mal. Ah, nee. Gut. Ich weiß auch nicht, was Umklammerung ist. Na, zumindest ist es nicht so wie Beckel, also. Das ist irgendwie schwächer und nicht so kontinuierlich, habe ich das Gefühl. Ja. Boom! Der Psystrahl zieht ungefähr die Hälfte ab. Aber Tangela schläft einfach weiter. Es könnte eins von meinen Pokémon sein. Jetzt ist es auch noch verwirrt im Schlaf. Es scheint komische Träume zu haben. Das war's. Boah, und jetzt gibt's noch mal einen Giflor. Haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Nee. Sind ganz neue Sachen hier. Wir probieren das heute noch mal mit Schlafpuder. Ja, okay. Ja, wir machen das mal spannend hier. Boah, schon wieder vergiftet. Ah, wir geben uns nicht geschlafen. Geschlagen. Autsch. Gut, egal. Der Kampf ist im Sack. Ja. Na, da brauchst du nicht Gegengift zu machen. Doch, ich mach mal Gegengift. Timo macht Gegengift. Das arme Smetbo ist ganz vergiftet. Ah, okay. Das geht doch nicht. So. Ich weiß, man hätte auch die Strategie wählen können, einfach nur Psystrahl einzusetzen, so oft es geht. Aber das wäre ja langweilig gewesen. Das wäre langweilig gewesen. Ach, außerdem lässt man seine Pokémon nicht vergiftet, das gehört sich nicht. Boah, wie sie das den Pokéball schweben lässt. No. Sie ist so eine Uri Gellerin. Ja, es kommt. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Ah, oh, fast 3000 Geld. Danke. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. Yes. Yay. TM 21. Mega sauber. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke den Gegner abzieht. Cool. Nicht schlecht. Ich guck mal ganz kurz, wer das alles lernen kann. Ich auch noch auf der Suche bin nach einer Attacke, die Smetbo vielleicht lernen kann noch zusätzlich. Schauen wir mal kurz. Und das geht sogar.
Hm, nicht schlecht. Darf ich das dann machen? Na klar, hau weg. Ja, zieh durch. Leider kann Smet wohl nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Man kann aber auch Glut vergessen lassen, zugunsten von... So, haben wir jetzt noch Glut, was wir vergessen lassen können? Nee. Ja, dann würde ich sagen nicht, ne? Dann hau was anderes ja, weg, den Superschall. 1, 2, schwupp, der Superschall ist weg. Ja, super. Ich glaube nämlich, dass es eine Pflanzenattacke ist und dann haben wir mit Smetbo auch eine weitere Angriffsattacke neben den Psycho-Attacken. Ja, kann es gut gegen Gesteins-Pokémon ankämpfen. Genau. Gegen die es einen Nachteil hätte. Ja. So, was steht denn jetzt an auf der Agenda? Ja, erstmal ins Pokémon Center und dann... Kannst auch Fahrrad fahren, wenn du möchtest. Ja. Oh ja, das stimmt. Moment. Wollten wir uns dann jetzt den Geheimgang in der Spielhalle dann nochmal näher ansehen? Das wäre auf jeden Fall gut, das würde ich sagen, machen wir. Vorausgesetzt, Timo findet den Weg noch. Na, schauen wir natürlich. Mal. Soll ich erst beim Pokémon Center vorbeischauen? Ja, natürlich. Das wäre gut, ja. Wie war es mit dem Weg? Lieber außen rumfahren. Ei, ei, ei. So ein bisschen radeln, das ist ja auch gesund. Ne? Mhm. Da machen wir auch gerne mal einen Umweg bei der schönen frischen Luft. Richtig. Und weiter geht's. Na dann. Wagen wir uns jetzt hier rein. Aber nicht zum Spielen, Timo. Wir wollen nur diesen geheimen Gang erkunden. Oh Mann. Oh, der ist sogar noch offen. Das ist ja gut. Dann, super. Guck mal ganz kurz, wer vorne ist. Wir haben gerade Smetbo vorne. Wir könnten das mal tauschen zu Blitzer. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kann Blitzer auch selbst Kämpfe gewinnen. Das wäre was. Was ist das denn hier? Die Musik wird sofort sehr, sehr böse. Wie kommst du hierher, Kleiner? Raus! Aber Dalli! Das hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Das ist ja auch ein geiler Ruf. Mal sehen, ob Blitzer das schafft. Blitzer schafft das. Oh, das... das... Weiß ich vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Oh, Blitzer ist verwirrt, das ist natürlich doof. Ja, ich wechsle das mal. Genau. Und glaube, ich übergebe tatsächlich den Controller dann auch mal. An Alex, du darfst dir das aussuchen, was du da spielen möchtest. Okay. Jo. Nein! Oh, okay. Oh nein, du schläfst. Aber der Grundzustand ist also wieder erreicht. Ja, sorry. Es geht weiter in 5 Minuten. Ja. Scrollt einfach mal 2 Minuten vor, dann ist das Mio auch wieder wach. Ja. Nein, mein Metronom! Shit. Obwohl, nee, es kann ja noch... Ja, Mew muss das erstmal überdenken jetzt, schläft erstmal eine Nacht drüber, was für eine Attacke als nächstes einsetzt. Oh Mann. Ja, ist mal aufgewacht. Na gut, dann gibt's einen Rieb. Der sitzt. Ja, Volltreffer. Ist das Metronom immer noch ausgesetzt? Immer noch. Dann geht's an den Mega-Hieb. Auch weg. Oh, sehr schön. Sehr gut. Zeit für ein Level-Up. Oh, doch nicht. Schade. Autsch, geschlagen. Controller wieder zurück an Timo. Ah ja. Hier haben wir eine verschlossene Tür. Oder ein Tor. Die Musik ist ja schon ein bisschen merkwürdig, ne? Mm. Oh Gott, was ist das? Der ist kurzsichtig. Hallo. Du hast Mut, hier hereinzuplatzen. Oh, das scheint ein netter Rocket zu sein. Ja, ich bin total nett. Ich möchte auch mit dir kämpfen.
Und ich setz Radikal ein. Radikal gegen unser Blitzer. Ja, hau mal drauf. Guck mal, was passiert. Guck mal, was passiert. Oha, okay. Oh, Tackle. Ich glaube, das Blitzer zu trainieren wird wirklich schwierig. Ich glaube, das müssen wir dann wirklich gegen wilde Pokémon machen. Ja. Demnächst mal eine kleine Session einlegen. Wechsel das aus. Verteidigung ist runter. Jetzt ein Volltreffer. Volltreffer. Sehr gut. Ah ja, gut. Ohne Volltreffer geschafft. Ja, wir wechseln mal wieder. Heute ausnahmsweise mal zu Smetbo. Bledü! Smetbo ist da etwas fitter. Aber ich meine, das ist auch fast doppeltes Level, ne? Oh, Mist! Versagt! Jo, danke! So, was ist denn das jetzt hier für ein komisches Versteck? Ein Fluchtseil. Können wir verkaufen. Ja, auf jeden Fall ist es ein Versteck, was wohl etwas verwinkelter ist, weil man hier Fluchtseile finden kann. Und, ja. Der einzige Weg, den wir jetzt noch haben, ist diese Treppe hier runter. Abwärts. Weiter, weiter. Trauen uns natürlich. In den Keller. Boah, wie die Musik ausrastet. Okay. Das ist wieder so ein Rätsel. Der Boss sagt, das Sith-Scope macht Geister sichtbar. Ach, das Sith-Scope, okay. Ja, das müssen wir ja finden, damit wir in Lavandia den Geist identifizieren können, der uns da belästigt hat. Oh, der hat ja richtig viele Pokémon. Dann aber auch ziemlich niedriges Level. Das könnte für Blitzer ein bisschen Training bedeuten. Genau. Haben wir noch einen Trank dabei? Wir könnten es dann damit heilen, aber ich glaube, ich habe gar keinen mehr. Oder wir haben gar keinen mehr. Ah, das schafft es. Weiß es nicht genau. Ich glaube, wir haben keine Tränke mehr. Echt? Keinen Supertrank oder so? Nee, aber wir hatten nur den Top-Trank, oder? Ich glaube auch, aber das macht nichts. Wir können ja auch einfach gleich einen finden. Ich habe ja links schon ein Item liegen sehen, das ist bestimmt irgendeine Art Trank. Ah, da ist noch ein Supertrank, viermal, guck mal. Okay, wieso hast du dann den Top-Trank für Mew verwendet dann? Ich habe gefragt, Top-Trank. Ich habe den Supertrank gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay. Ich habe einfach nochmal geguckt. Sehr gut. Gut, zumindest ist Timo ist aufmerksam. Was macht denn ein Top-Trank? Heilt er immer alles oder wie läuft das? Ich glaube schon, also so ziemlich. Entweder sehr viel oder wirklich alles. Naja, war doch okay. Ja. Dafür, dass wir es dann gar nicht eingesetzt haben vor dem nächsten Pokémon-Center, war das doch voll okay. Eine Konfusion, wird es reichen? Es reicht! Timo weiß ganz genau, welche Attacken er benutzen muss. Und Smetbo levelt den anderen weiter weg. Hat schon bald 10 Level Vorsprung vor unserem nächst höheren Level. Smetbo macht echt keine halben Sachen. Das ist echt richtig mächtig, das Smetbo. Zurück zu Blitzer. Ja, es sind zwar alles Gift-Pokémon und man könnte das alles mit Smetbo natürlich machen, aber wir wollen nicht mit einem Pokémon durchrennen. Ich dachte, ich probiere es einfach mal. Ich hatte Blitzer vorhin ausgewechselt, weil Blitzer nicht mehr so gut getroffen hat. Da wurde nämlich ganz schön viel Smog eingesetzt von Smoggern. Und ich glaube, gegen Radikal war Blitzer auch nicht so fit, aber schauen wir mal. Das war eine knappe Geschichte. Ja, das Radikal, das wir letztes Mal hatten, das war auch noch ein bisschen stärker. Naja. Autsch, der sitzt natürlich. Verteidigung ist wieder unten. Und ein Volltreffer, das war natürlich super. Ah, jetzt holt ihn. Das dürfte das Ende des Kampfes sein. Jupp. Oh, schlägt sich nicht schlecht. So, was ist das jetzt hier? Wir können weiter runter und da ist ein Item. Ja, was machen wir jetzt? Gehen wir auf die Pfeile. Können wir uns eigentlich auch in der nächsten Folge entscheiden, ja, oder? Ja. Sonst guck mal, was... Ich würde sagen, wir erkunden erstmal diese Etage, bevor wir weiter runtergehen, oder? Ja, können wir machen. Man kann hier wohl auch zurück, also hier ist noch so ein Weg. Ja. Mit so einem Pfeil zurück. Ja. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Jo, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüssi.